Kauch ist der nächste Redner für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Klimaschutz kostet Geld. Kein Klimaschutz kostet mehr Geld, und künftige Generationen werden uns daran messen, welche ökologische und ökonomische Erblast wir ihnen hinterlassen. Und aus Verantwortung für kommende Generationen macht diese Koalition, macht die FDP ernst mit einer ambitionierten Klimaschutzpolitik. 80 bis 95% CO2-Einsparung bis 2050 in den Industriestaaten und ohne Wenn und Aber 40% bis 2020 in Deutschland. Das ist ein klares Signal für Kopenhagen, und das ist mehr, als jemals eine Regierung im Deutschen Bundestag beantragt hat, meine Damen und Herren. Die Wirtschaftskrise ist kein Argument für weniger Klimaschutz. Sie ist ein Argument für besseren Klimaschutz. Für Klimaschutz, der ökologische Ziele zu möglichst niedrigen Kosten erreicht. Deshalb will die FDP, deshalb will diese Koalition mehr marktwirtschaftliche Instrumente im Klimaschutz nutzen. Und deshalb stehen wir zum Emissionshandel als zentralem Instrument des Klimaschutzes. Und wir wollen ihn ausbauen zu einem globalen Kohlenstoffmarkt. Meine Damen und Herren, Klimaschutz ist auch ein Weg raus aus der Wirtschaftskrise. Denn er ist Motor für neue Technologien. Wir Liberale und diese Koalition, wir wollen eine Innovationsstrategie für unsere Energieversorgung. Wir werden den Weg in das Zeitalter erneuerbarer Energien beschreiten. Und deshalb, Herr Steinmeier, ich habe jetzt gerade schon einen Versprecher gehabt, weil das, was Herr Steinmeier gesagt hat, das muss man mal an dem messen, was Herr Steinbrück gemacht hat als Finanzminister. Wir werden nämlich morgen im Deutschen Bundestag im Wachstumsbeschleunigungsgesetz zwei Maßnahmen zurücknehmen, die Ihr Finanzminister initiiert hat, nämlich immer höhere Steuern für die Biokraftstoffe, immer mehr Eingriffe in die Investitionsbedingungen für erneuerbare Energien und ein Finanzminister, der die Abwrackprämie zu verantworten hat. Dessen Fraktion sollte sich hier nicht hinstellen und die neue Regierung angreifen im Blick auf die Glaubwürdigkeit ihrer ökologischen Politik. Meine Damen und Herren, Klimaschutz funktioniert nur global. Und er ist nur wirksam, wenn die wichtigsten Wirtschaftsnationen dieser Erde mehr abliefern als bisher. Und auch im Blick auf Herrn Obama muss man deutlich sagen, wer Führung im Klimaschutz, wer Führung in der globalen Politik verlangt und einfordert, der muss selbst vorangehen. Das, was die USA auf den Tisch legen, ist bemerkenswert und deutlich mehr als das, was die Vorgängerregierung immer zugestanden hat. Aber es reicht bei weitem nicht aus. Und deshalb sind wir erfreut, dass die USA den Weg gemeinsam mit uns gehen wollen. Aber wir denken, dass die USA mehr können und mehr leisten können. Und Deutschland bekennt sich zum Prinzip der gemeinsamen, aber differenzierten Verantwortung. Die Schwellenländer tragen immer noch weniger Verantwortung für die Erwärmung dieser Welt, aber sie werden in Zukunft immer mehr Verantwortung tragen. Und deshalb werden auch sie mehr Beiträge leisten müssen zum Klimaschutzabkommen in Kopenhagen. Und deshalb ist es eine schlechte Nachricht, wenn China, Brasilien, Indien und Südafrika gestern eine Erklärung abgegeben haben, dass sie nicht zum 2-Grad-Ziel stehen. Das steht im Widerspruch zu dem, was wir auch auf Ebene der G20 vereinbart haben. Und das muss die deutsche Bundesregierung natürlich gemeinsam mit der Europäischen Union angehen. Wir brauchen eine faire Lastenverteilung im Interesse der Wettbewerbsgleichheit in der Welt, aber auch im Blick auf die Enkelgenerationen in den Ländern selbst, die hier sich noch heute als Entwicklungsländer bezeichnen. Der Antrag, den CDU und FDP heute vorgelegt haben, gibt ein starkes Signal für internationale Verantwortung und internationale Solidarität. Wir bekennen uns klar dazu, dass wir längerfristig eine Angleichung des Pro-Kopf-Verbrauches, der Pro-Kopf-Emissionen in der Welt brauchen. Mehr als 2 Tonnen pro Jahr und Kopf der Weltbevölkerung, mehr hält dieser Planet im Jahr 2050 nicht aus. Der Clean Development Mechanismus
ist einer der Schlüssel, dieses Ziel zu erreichen und ermöglicht es uns, Klimaschutzziele kostengünstiger zu erreichen. Und das ist einer der wesentlichen Unterschiede in den Klimaschutzanträgen, die heute hier im Haus vorliegen. Und ich sage ganz klar, wenn die Linken beispielsweise auf diese Auslandsinvestitionen nach 2012 komplett verzichten wollen, dann haben sie den globalen Charakter des Klimaschutzproblems nicht erkannt. Meine Damen und Herren, wir, FDP und Union, wir wollen nicht weniger, sondern wir wollen mehr Auslandsprojekte für den Klimaschutz. Aber klar ist dabei auch, das darf nicht zu Klimadumping führen. Und deshalb muss sichergestellt sein, dass diese Projekte immer nur zusätzlich sind zu dem, was die Schwellen- und Entwicklungsländer als Eigenbeiträge in Kopenhagen vereinbaren werden. Und für die Zukunft müssen auch Missbrauchsfälle hier ausgeschlossen werden. Und deshalb müssen diese Projekte besser geprüft werden. Und wir haben fraktionsübergreifend in der letzten Wahlperiode dazu Vorschläge gemacht für die Verhandlungen in Kopenhagen. Und wir freuen uns, dass die Bundesregierung zugesagt hat, genau diese Punkte in den Verhandlungen auch entsprechend einzubringen. Meine Damen und Herren, die Koalition bekennt sich zur internationalen Verantwortung. Und dazu gehört die Finanzierung von Waldschutz, von Technologietransfer und von Anpassungsmaßnahmen in den Entwicklungsländern. Und nun, um es möglichen Kritikern deutlich zu sagen, das kostet viel Geld. Aber es ist das nationale Interesse der Bundesrepublik Deutschland, dass wir die Schwellen- und Entwicklungsländer ins Boot bekommen. Wenn wir das, was dort gemacht werden soll in den Entwicklungsländern, alles national bei uns machen wollten, dann würde es viel teurer. Und deshalb hat diese Koalition im Koalitionsvertrag vereinbart, und Herr Steinmeier, ich empfehle Ihnen mal nachzulesen, dass wir 50% der Versteigerungserlöse nach 2013 vorrangig für internationale Projekte einsetzen wollen. Und damit hat die Koalition Vorsorge getroffen für die Vereinbarungen, die wir in Kopenhagen treffen werden. Und meine Damen und Herren, das ist seriöse und vorausschauende Finanzpolitik. Und meine Damen und Herren, ich freue mich, dass diese Koalition einen großen Wert legt auf den Schutz der internationalen Regenwälder. Das ist ein bisher völlig vernachlässigtes Feld der Klimaschutzpolitik. Und deshalb freue ich mich, dass insbesondere der neue Entwicklungsminister Dirk Niebel ganz klar hier einen Akzent setzen wird. Und deshalb, meine Damen und Herren, glaube ich, dass die Klimaschutzpolitik stärker als bisher als Querschnittsaufgabe dieser Regierung verstanden wird. Meine Damen und Herren, vielen Dank.